dreimal günstige und praktische Ausrüstung in kurzer Zeit vorgestellt für unseren Outdoor-Sport. Das ist der 19. Flotte Dreier. Viel Spaß dabei! Anfangen wollen wir heute mit einem kleinen, günstigen und trotzdem gut funktionierenden Feuerstahl von iPRI, gekauft auf Banggood. Feuerstähle sind an sich schon ein Gegenstand, der nicht die Welt kostet. Wer übrigens ein Schnäppchen machen will, gerade als ich geguckt hatte, war bei Leitmafire der Pinke für nur 7,99 im Angebot, aber das nur am Rande. Der von iPRI kostet nur 3,29. Beide habe ich unten in der Beschreibung verlinkt. Der Feuerstahl hat eine Länge von 3,8 cm bei einem Durchmesser von 6 mm. Er kommt im schlichten Schwarz daher und verfügt über einen Griff, der weitere 3 cm lang ist, sowie einen mit Lanyard befestigten Schaber. Das Ganze wiegt ungefähr 20 Gramm. Meistens hat man das Problem günstiger Chinastähle, dass diese nicht richtig Funken schlagen. Somit wird das Entflammen des Zunders dann schon ein Problem. Der Stahl von iPRI funktioniert dagegen tadellos. Zu beachten ist, dass der Stahl nur in den Griff eingesteckt ist und nicht verklebt. Somit kann man den Griff entfernen, falls man dies nicht haben möchte. Funktioniert, ist günstig und praktisch, was will man mehr? Die Rucksackmarke Taschef sollte dem einen oder anderen ein Begriff sein. Ich selbst lobe die Rucksäcke in meinen Videos des Öfteren. Taschef hat ebenfalls einige kleine Extras und Gimmicks im Angebot, die sinnvolle Erweiterungen darstellen. So auch der Taschef Frontbag. Dieser ist 17 cm hoch, 7 cm breit und 27 cm lang. Erhältlich in Schwarz-Gelb, Schwarz-Rot und Schwarz-Grau. Es wurde 500er Corduro verwendet. Die Reißverschlüsse sind von YKK und verschließen die beiden Taschen auf der Front. Die vordere kleine ist nicht weiter unterteilt. Die große hat 6 kleine Einschubfächer und eine Kletttrennwand. Am Boden gibt es ein kleines Fach mit einer mitgelieferten Regenhülle. Am Rücken ist die Tasche gepolstert. Hinter der Polsterung dann verbergen sich 2 Gummibänder und ein Gurt. Darüber sind 2 kleinere Gurte mit Haken. Das wird gleich noch wichtig bei den Einsatzgebieten. Die Tasche kann auf mehrere Arten eingesetzt werden. Die langen Gurte hinterm Polster machen aus dem Frontbag eine Hüfttasche. Groß und praktisch. Die 2 kleinen Gurte mit Cliphaken sind für D-Ringe am Rucksackriemen. Durch diese ist es möglich, den Frontbag, also den vorderen Rucksack oder Sack sozusagen, direkt vom Körper zu tragen und somit nützliche Sachen immer parat zu haben. Ich nutze es zum Beispiel gerne für mein Kameraequipment. Die kleinen Gummibänder sind zur Fixierung am Hüftgurt gedacht. So schlackert der Frontbag nicht herum. Alles in allem eine kleine coole Tasche, die ich als sehr nützlich empfinde. Auch kann man natürlich sein EDC in diesem Pouch-ähnlichen Tasche unterbringen und so immer am Rucksack befestigen bzw. abnehmen und als Hüfttasche dann herumtragen. Als drittes schauen wir uns heute Heringe aus Aluminium an. Heringe von Geartop und Nature Hike sind nicht nur günstig, sondern auch noch leicht und reichen für die meisten Zelte und Tarpunternehmungen vollkommen aus, solange natürlich nicht übermäßig starker Wind geht. Es gibt sie in 2 Größen, 18 und 25 cm Länge, wobei ich finde, dass 18 cm Länge locker ausreichen. Dann wiegen sie 12 Gramm und es gibt sie in verschiedenen Farben, bei Geartop noch mit einem kleinen Reflexionsband am Ende dran, an dem man die Heringe gut aus der Erde ziehen kann. Die Heringe sind eine kleine und günstige, sinnvolle Erweiterung für alle, die etwas Gewicht sparen wollen und keine Lust haben am Lagerplatz, sich die Holzheringe selber zu schnitzen. Ich selbst variiere das von Zeit zu Zeit, aber oftmals habe ich nach einer langen Wanderung einfach keine Lust mehr, noch Holz zu sammeln und dann daraus Heringe zu schnitzen. Alle von mir gezeigten Ausrüstungsgegenstände gibt es natürlich unten in der Beschreibung als Link. Dort findest du auch weitere Anregungen, einfach mal durch meine große Ausrüstungsliste durchklicken. Das war der 19. Flotte 3. Ich hoffe, er hat euch gefallen. All diese Ausrüstungsgegenstände habe ich mittlerweile in mein Kit integriert. Besonders die Tasche von Taschef, der Frontbag, ist mittlerweile meine Kameratasche geworden. Ja, als Ergänzung zum Beispiel an andere Rucksäcke, wenn ich auf Tour bin und ähnliches. Sehr praktisch. Und ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Schreib mir gerne nochmal Tipps für günstige Ausrüstung unten in die Kommentare, wenn du noch was parat hast. Ansonsten findest du hier links und rechts oben weitere Videos. Einfach mal durchklicken für günstige Ausrüstung. Eine komplette Playlist von den Flotten Dreiern habe ich euch auch unten in die Beschreibung gepackt, denn die anderen Flotten Dreier sind ja noch auf meinem Outdoor-Kanal und jetzt geht es hier auf meinem Gear-Kanal weiter. Ich mache aber eine Insgesamt-Playlist dafür klar. Hier rechts unten kannst du mich auf den kleinen Button abonnieren, falls du es noch nicht getan hast. Daneben auch mein Hauptkanal. Einfach mal gerne vorbeischauen. Ansonsten sehen wir uns bei den nächsten Videos. Bis dahin. Tschüss, tschüss.